Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Let's Play. What the fuck? Geht denn da ab? Oh, 218 Leute. Oder Entities. Nicht schlecht. Ja Leute. Eine neue Folge Minecraft Let's Play. Es geht wieder weiter. Ja, was machen wir denn heute? Heute habe ich mir eigentlich ein 2-Punkte-System-Plan geplant. Und zwar einerseits werde ich auf Grund unseres mickrigen Redstone-Bestandes und Diamanten-Bestandes und Eisen-Bestandes und Gold-Bestandes, ja, das war's eigentlich dann schon, meinen gehen. Sprich, da hinten, glaube ich, haben wir eine Höhle zurückgelassen oder so. Da waren ja auch die Diamanten, da werde ich wieder runtergehen. Und dann mal schauen und dann vielleicht noch das Abandoned Mineshaft da hinten noch. Genau, das wären quasi die Dinger. Hinten sieht man übrigens unsere Seed-Farm. Genau, ich werde es so machen, ich werde das aufnehmen, allerdings nichts sagen und das Ganze dann in Super Speed Fast Mode, Klammer auf 333%, abspielen lassen. Und am Ende dann vielleicht nochmal kurz sagen, was ich bekommen habe, wie viel ich bekommen habe oder so. Genau. Das wäre Punkt 1. Punkt 2 wird sein, ich möchte schauen, dass wir ein paar Enderperlen mehr zusammenbekommen. Denn ich möchte demnächst versuchen, das End zum Lokalisieren. Denn ich möchte möglichst demnächst oder irgendwann im Laufe der Zeit das End finden und endlich mal den Endboss besiegen. Das haben wir noch bis jetzt in keinem einzigen LP gemacht, noch nicht mal im Let's Show oder sonst irgendwas. Ich habe bis jetzt noch nie vor laufender Kamera den Endgegner sozusagen besiegt. Und ich habe mir gedacht, es wird mal Zeit und deswegen möchte ich quasi darauf gehen. Aber da brauchen wir, wie gesagt, ein paar Enderperlen und zwar definitiv ein paar mehr, um uns ein paar Enderaugen zu machen. Blaze Rods werden wir dann wahrscheinlich auch noch brauchen, weil ja, mit 3 Stück kommen wir nicht weit. Da können wir 3 Augen machen und das war's. Genau, ja, ich werde jetzt mal mich ein bisschen zusammen koordinieren und dann sehen wir uns unten in der Mine wieder. Vielleicht werde ich dann noch kurz breeden oder so, obwohl es eh schon so viele sind. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also bis gleich. Da bin ich jetzt wieder kurz hier und ich denke, wir werden noch mal kurz einen Zwischenstopp machen. Dauert nur ganz kurz. Nur, ja, ich war gerade wieder, wollte nämlich noch kurz 2 Sachen enchanten. Und zwar einmal den Bogen und die Brustpaar-Dings und jeweils das auf Level 1 und das auf Level 30. Denn wir haben bis jetzt nur einen Power 1 und Infinity Bow. Und ich möchte gerne noch einen richtig guten haben. Und deswegen machen wir den noch kurz. Jetzt wollte ich hier quasi in, ja, noch ein bisschen XP leveln.
Nur jetzt ist mir aufgefallen, es sind ungefähr, keine Ahnung, 20 oder so gestorben, weil sie eben schon zu viel Schaden durchs Runterfallen bekommen. Das heißt, wir werden jetzt eben mal kurz da unten reingehen, ganz easy peasy, kein Thema. Das Wasser raustun, eine Ebene reinziehen, Wasser wieder rauftun, fertig. So, und zurück. Einmal die ganze Chose nach oben gesetzt. Und einen Block neu über den Spawner gesetzt, damit da nichts mehr drauf spawnen kann und es dann einfach gleich nach unten ist. Und jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Das heißt, ich warte wieder ein bisschen und dann dürften wir eigentlich wieder genug zusammen haben. Und auf jeden Fall schaut das jetzt schon mal besser aus. Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich drüben in dem Chanting-Table-Raum. Bis gleich. Also ich kann euch eins sagen, dass das, was wir jetzt gerade eben gebracht haben, unglaublich viel gebracht. Es ist nur ein einziger Zombie gestorben und ich schätze mal, der ist einfach keiner, entweder von vorne noch da gewesen oder sonst irgendwas. Also das bringt's definitiv, aber ich war zu optimistisch, verdammt. Aber ist cool, was die immer so fallen lassen. Gut, dann warte ich jetzt nochmal kurz, warum auch immer ich jetzt hier den Hebel gedrückt habe. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auf jeden Fall warte ich jetzt nochmal kurz und wir sehen es dann wirklich wieder drüben. Bis gleich. So, und gerade herüben angekommen, würde ich sagen, probieren wir doch gleich mal einmal die neue Brustplatte zu enchanten. Protection 1, sehr gut. Und dann brauchen wir noch einen Level 30 auf unserem neuen Bogen. Wir probieren es mit dem dritten Versuch. 1, 2, 3. Und was bekommen wir? Punch 2. Das ist scheiße, oder? Soweit ich weiß, ist es scheiße. Richtig scheiße sogar. Naja. Dann nehme ich doch den Infinity mit. Also gut, dann bringe ich jetzt das ganze Zeug nach oben. Noch das ganze Fleisch, das wir bekommen haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder. We'll be right back.
We'll be right back.
So, da bin ich wieder und ja, ich habe mich jetzt hier rausgegraben. Jetzt nach einer knappen Stunde meinen dürfte es reichen. Wir haben sehr viel bekommen und es wird gerade Tag. Ich habe jetzt gerade alles nochmal in die Ender Chest gepackt, deswegen ist hier so wenig. Wow, das kann gefährlich sein. Und ja, wo sind wir denn hier? Wir sind aus einem Berg rausgekommen. In der Nähe von der Wüste. Ich habe mich jetzt einfach mal in diesem einen Raum nach oben gebaut. Hallo Zombie. Ein Haufen Kühe sind hier. Hier sind wirklich ein Haufen Kühe. Und wir sind hier relativ, ja, wir sind hier gleich bei unserem ja, Sandstrand. Und ich würde mal sagen, wir sind ganz schön weit gewandert. Wir waren vorher ganz da drüben auf dem Berg und jetzt sind wir hier rausgekommen. Also wir haben uns ganz schön nach rechts bewegt. Aber wir haben auf jeden Fall kein schlechtes Ergebnis erzielt. Ein Haufen, die also relativ gute Diamantenzahl. Das wird natürlich mit Fortune dann nochmal richtig geil. Redstone dürfte auch wieder richtig gut werden und Kohle sowieso. Ja, Kohle haben wir jetzt zum Saubern. Ich werde das Ganze hier mal wieder irgendwo aufbauen alles und dann werden wir damit Fortune mal richtig durchrackern hier. Yeah. Bis gleich. WTF. So, und da sind wir beim ersten angelangt. Ich habe jetzt alles Redstone hier ausgebreitet und die fünfte Redstone, die wir halt damals schon abgebaut haben. Und jetzt ackern wir hier mal mit Unbreaking 3, Fortune 3 und Efficiency 4 durch und schauen mal, was wir da alles so bekommen. Dadurch, also ich bin mir sicher, dass wir da ein paar Stacks zusammenbekommen. Und wir schießen hier mit dem Level gerade in die Höhe, das ist ja echt Wahnsinn. Ich schätze, da werden wir vielleicht zwei, drei Sachen sogar enchanten können, wenn wir das hier alles fertig haben. Also zwei Sachen auf jeden Fall. Wir wollen jetzt schon Level 12 oder so vom Caven. Und das nur von ein paar Monster und die bisschen Kohle, die wir abgebaut haben. Oh, ist das geil. Wir haben auf jeden Fall schon drei Sticks voll. Oh, jetzt geht es mit den Leveln nicht mehr so schnell. So. Jetzt kommt der große Augenblick. Yeah! Also wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fast 8 Stacks Redstone aus einem Trip bekommen. Und ich finde, da kann man echt, mal, echt nicht meckern, oder? Jo, ich finde, da kann man mal wieder nach Hause kommen. Genau, zum Eisen und zur Kohle, ich würde sagen, das schmeißen wir gleich in den Ofen. Ich tue jetzt einfach das andere auch noch. Oh, genau, Safe 64, ist das nicht geil. Dann machen wir es so, dann mache ich auf 32, genau. Das heißt, die 15 packen wir wieder rein. Und dann haue ich das schon mal alles in den Ofen. Hier ist noch ein bisschen Schnitzel. Ich mache das mal so. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen und dann hier mal Gold und hier mal Gold. Genau, jetzt bauen wir mal die ganze Kohle auf. Und das wird Platz wegnehmen. Oh Gott. Alter, meine Schwede, sowas habt ihr noch nicht gesehen. Es ist so krass. Wir sind hier, glaube ich, vier Ebenen. Vier Ebenen von dieser Größe. Es ist wirklich voll komplett zu. Alles Kohle. Da unten. Glaube ich, da unten oder da hinten geht es, glaube ich, noch weiter. Hier habe ich ausgelassen wegen dem Kuchen. Es ist brutal. Wir können jetzt mal kurz. Wo kommen wir denn raus? Wir kommen nirgendwo raus. Das heißt, wir kommen uns einfach mal hier durch. Das ist ja die Fortune, oder? Genau. Das ist. Ihr seht, 1, 2, 3, 4, 5 Ebenen voll mit Kohle. Und oben halt noch ein bisschen. Zum Teil hier bin ich nicht mehr hingekommen. Aber ansonsten so weit wie der Rand quasi ging. Also vier Ebenen sind komplett voll und die fünfte Ebene ist halt dann nur noch ein bisschen und dann halt ganz oben noch ein bisschen. Es ist unglaublich. Wir haben unser komplettes Haus mit Kohle zugekleistert. Und jetzt halt können wir gerne mal hier irgendwo ein bisschen reingraben. Also es ist wirklich alles komplett dicht. Und das Lustige ist, das war jetzt nur das alles, was wir heute gefunden haben. In der Kiste habe ich glaube ich nochmal 21 Kohle-Ohre oder so. Aber ich werde jetzt erstmal hier alle so Kohle-Ohrs abbauen, die wir in der Hölle auf diesem Trip gefunden haben, damit wir dann mal sehen können, wie viel uns das gebracht hat. Und das interessiert mich echt, also das ist echt übertrieben viel, wie viel Kohle das hier ist. Und vor allem, ich meine, wie viele Stacks hatten wir?
6, 7, 8, irgendwas. Zwischen 6 und 8 Stacks, sage ich einfach mal. Man muss jetzt, wenn dann das recordete Material anschauen. Sagen wir zwischen 6 und 8 Stacks. Und wir haben jetzt schon 3,5 Stacks Kohle und haben aber noch nicht mal die erste Ebene abgebaut. Dafür aber den Kuchen. Gut, Kuchen ist futsch. Und den bekommt man natürlich auch nicht wieder. Leider. Naja, schade. Hey, Moment mal. Ich dachte, den kann man gar nicht abbauen. Hat mir letztens Messalini auf dem Timoleon-Server erzählt. Denn bei ihr haben sie nämlich einen kleinen Geburtstaggruß gemacht. Da hat jemand ihr komplettes Haus wirklich auf jedem Platz, wo es nur geht, einen Kuchen gesetzt. Und den muss man, glaube ich, irgendwie essen. Ansonsten bekommt er nicht weg oder so, hat sie gesagt. Aber anscheinend kann man den mit Fortune oder eben mit Unbreaking oder mit Efficiency. Ich schätze mal, wenn dann Efficiency und Fortune machen es. Unbreaking, das bringt ja nichts. Ja, ja, also da bin ich jetzt wohl noch ein bisschen beschäftigt, aber soll ich das jetzt noch vorspulen? Nee. Vor allem, wir sind bei Level 30, fällt mir gerade auf. Das heißt, wir können dann eh jeden Moment rüber oder runter gehen und dann kann ich euch das gleich noch mitzeigen. Ups, da ist kein XP runtergefallen. Warum ist da kein XP runtergefallen? Wahrscheinlich oben liegen geblieben. Dann graben wir uns mal in diese Richtung ein bisschen. Ja, ja, ist das nicht herrlich. Ja, und es füllt sich schon langsam. Es ist echt schon fast nicht mehr schön. Und vor allem, wir haben noch das ganze Eisen und das ganze Gold. Das bringt uns auch nochmal übelst viel XP. Oh Gott. Also der Trip hat sich auf jeden Fall gelohnt. War zwar vielleicht jetzt nicht so spannend, vor allem weil es auch doch, ich glaube, 10, oder? Die Hälfte werden, werden 25 Minuten. Ein Drittel. Ja, es ist schon ganz schön lang jetzt auch von dem, was ich aufgenommen habe. Nur quasi die ganze Zeit meinen und trotzdem noch immer in Superfest-Mode. Ich lasse das Ganze jetzt mal drin. Wir packen uns jetzt hier gleich mal 3 Diamanten und hauen uns erstmal hier die erste neue Spitzhacke raus. Ah, verdammte Schande. Irgendwie funktioniert es gerade nicht so. So, und das heißt einmal runter. Am besten nicht sterben. Mein Boot ist übrigens vorher gerade kaputt gegangen, das andere steht noch da drin. Die kommen sie nur von da hinten. Das heißt, ich gehe jetzt mal schwimmend darüber mal kurz. Und wir können eigentlich mal meine Rüstung wieder ausziehen. Wie viel hat sie eigentlich an Schaden verloren? War nicht wirklich viel. Also, so Level 1 Enchantments bringen es voll, finde ich. Also, ich glaube bis Level 6 oder so macht es keinen Sinn. Irgendwie, wenn ich selbst Level habe, dann mache ich lieber trotzdem nur ein Level Enchant anstatt 6. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendeinen Scheiß bekommst quasi für so viel Level quasi, ist natürlich viel höher. Und bei sonsten bekommst du natürlich immer Protection oder Blast Protection, was auch immer. Beim 8 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und vielleicht eine Silk Touch wieder neu, wäre ganz gut. Fischen sehr gut, eine neue Arbeit der Spitzhacke. Ist auch nicht schlecht. Natürlich haben wir kein Holz dabei. What the fuck? Nein. Ach, Gott sei Dank. Warum auch immer ich jetzt mir die Health Potion hingetan habe. Das kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht sagen. Naja. Irgendeinen Grund wird schon gehabt haben. Ich glaube, ich nenne es einfach mal Fail. Ne, geplant war es, dass es eine Regen Potion ist. Und irgendwie wächst hier das nicht. Fällt mir so auf.
weiß nicht warum. Vielleicht ist das Zeug da im Weg. Ich dachte eigentlich, dass es vielleicht bis wir quasi wieder kommen von dem Trip, dass das bis dahin vielleicht was gewachsen ist, weil wenn wenigstens eins wachsen würde, dann wüsste ich ja wenigstens, dass wir einen Haufen Slimes unten haben. Ach du Scheiße, die glitschen ja voll aus. Die müssen wir fast noch schnell holen. Alter. Also Slimefarm funktioniert definitiv auch. Und die funktioniert auch. Ach du Scheiße, wie viele Leute sind hier? 23. Nice. Zack, 21 Slimebälle. Jawohl, so muss das sein. Boah, die sind echt nervig. So. Was ich mir auch noch überlegt habe, ich werde demnächst hier noch zwei Schilder reinbauen, weil dann könnte man nämlich von dieser Seite auch noch reinfahren. Weil es macht ja eigentlich im Prinzip nichts. Fahren wir halt da durch. Jetzt mal hier außen rum. Mir ist schon so oft hier das Boot kaputt gegangen. Das war echt nervig. Derbe nervig. Und wir haben jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, fast 11 Stacks Kohle. Das ist unglaublich. So. Aber wir haben nicht mehr viel. Ah, Gott. So, die richtige Spitze haben wir noch, genau. Ja, starten wir hier mal wieder ein bisschen mehr durch. Und ich denke, das ist jetzt doch noch ganz schön viel. Ich nehme das Ganze nochmal in Superfast-Mode auf. Bis gleich. So, und da bin ich wieder und wir haben jetzt alle Kohle herausgerissen. Nein, da oben liegt noch was und da liegt auch noch was. Und so viel ist es, meine Damen und Herren. Einfach zu viel, um wahr zu sein. Na, wurscht. Auf die eine Kohle scheiße jetzt mal. Es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Es sind über 20 Stacks Kohle, die wir jetzt gerade eben gefarmt haben. Und wenn wir gerade dabei sind, hauen wir doch die restliche Kohle hier, die wir waren anders, oder die ich waren anders beim Bauen auch mal so gefunden habe. Es ist doch echt Wahnsinn, oder? 20 Stacks Kohle haben wir jetzt bekommen. Ich meine, wir brauchen nie wieder Kohle abbauen eigentlich. Ja, mit dem hier noch dazu sind es 21 Stacks. Oh Gott. Ah, die neue. Zack, ich habe mir gerade gedacht. Ja, wird schon. Gut. Dann können wir im Prinzip die Diamanten dazu holen, ha? Ich weiß es nicht. Nee. Erst holen wir mal das Zeug hier raus. Wow. Bringt nicht mehr so viel, wenn man irgendwie so bei 25 Leveln ist. So. Zack, 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 zack. Genau. Und jetzt kommen die noch die blauen Sachen, aber die falschen. No, das wird auch noch mal ein bisschen was geben. Es gibt einen Haufen XP, sehe ich gerade. Und einen Haufen blaues Zeug.
bleibt uns jetzt schon langsam nichts mehr anderes übrig, als das hier zu machen. Zack. Zack. So. Dann haben wir das wieder da rein. Weil ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass wir da ein bisschen mehr Platz gleich brauchen werden. Packen wir die gleich mal weg. Jetzt kommen noch die paar Diamanten, die wir gefunden haben. Es waren ja nur zwei Bereiche. Lustigerweise. Genau. Und aus 18 Diamanten werden ein bisschen mehr. 39. Sehr gut. Und somit haben wir über ein Stack wieder, kann man sagen, Level 28 angelangt. Und jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich das noch voll bekommen. Leider haben wir jetzt nichts mehr. Ich würde ganz gerne noch einen Enchant machen. Vor allem hier, da sterben wir noch irgendwo. Na, wäre wieder alles weg. Aber ich will jetzt nicht extra noch zur Dingsens-Farm rübergehen. Zur XP-Farm. Zu unserer Super-Zombie-Farm. Das heißt, was machen wir da? Was machen wir da? Was machen wir da? Ich weiß es nicht. Gut. Ja, vielleicht ernte ich da unten ein paar Tiere oder so, ich weiß nicht. Mal schauen. Ja, ich denke, ich werde da ein paar Tiere schlachten. Also, bis... Was machen wir dann überhaupt? Wir wollen wir nochmal eine Axt enchanten, oder... Ich schaue es mit unserem Holzbestand aus, wahrscheinlich nicht gut, nee. Ja, ich denke, ich werde mal auf eine Axt gehen. Oder eine Schaufel, haben wir eine gescheite Schaufel? Nee, wir haben keine gescheite Schaufel. Wir gehen auf eine Schaufel. Wir gehen definitiv auf eine Schaufel. So. Das heißt, ich farm unten noch ein bisschen. Dazu baue ich aber noch mein Schwert. Und dann die Rüstung. Ja, lassen wir mal an, oder? Oder sollen wir es ausziehen? Ausziehen! Ausziehen! Nichts gibt's. Das lassen wir mal da. Dann machen wir gleich wieder ein bisschen mehr. Eigentlich würde ich sagen, ziehen wir sie wieder aus. Das ist quasi unsere Miner-Rüstung. Unsere super effektive. Genau, wir sehen uns unten an einem Chanting Table, wenn ich wieder Level 30 bin. Bis gleich. So, und da sind wir jetzt auch schon am Ende der Folge angelangt. Es wird heute nichts mit Enderperlen suchen. Wir haben ja eine gefunden, oder eine bekommen, besser gesagt. Aber, ja. Diese Folge war sehr stark aufs Minen bezogen. Ich weiß, tut mir leid, aber... Ich denke, es hat sich doch gelohnt, oder? Ja, ich beende diese Folge mit einem neuen Level 30 Enchant. Diesmal für eine Schaufel, das erste Mal. Und ja, dann schauen wir doch mal, was wir hier so bekommen. Efficiency 4, Unbreaking 3, Fortune 3. Perfekt. Ich weiß zwar nicht, was Fortune bei einer Schaufel irgendwie was bringen soll. Aber das... wir wollen ja Minecraft die Technologie nicht in Frage stellen. Von dem her bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, euer Bildschirm war so groß und konnte den Kohleberg, den wir in unserem Haus hatten, darstellen. Mein hat es gerade so geschafft und ich habe einen 40 Zoll Fernseher. Nee, Schmarrn. Ja. Ich denke, nächstes Mal können wir dann entweder nochmal, oder ich werde es offscreen noch ein bisschen machen, Enderperlen sammeln. Und dann können wir uns das nächste Mal daran begeben. Oder wir gehen nächstes Mal darauf, dass wir endlich mal uns einen neuen Storage-Room anlegen. Eben für neue Kisten unterirdisch quasi. Unten drin. Hier drin. Unten drin, da drin, dorten. Ja, mal schauen, wann und wie wir dazu kommen. Kurz hier ein paar Pilze ernten. Braucht zwar eh keine Sau, aber dann haben wir es wenigstens. Vor allem die Bauern brauchen wir vielleicht mal für Fermented Spider-Eye.
Aber da wir Instant Health Potion brauchen, um die ganzen vier zu töten, ist das ja sowieso hinfällig. Genau. Gut, dann tauschen wir hier noch kurz die Spitzhacke aus. Die Silk Touch, die nehmen wir natürlich mit, aber die Fortune lassen wir da. Dafür nehmen wir die ganz normale Efficiency mit. Die nehmen wir mit, genau. Das Schwert brauchen wir nicht. Die Axt nehmen wir mit. Das werden wir das nächste Mal enchanten, eine neue. Genau. Und ja, damit verabschiede ich mich. Oh Gott, wir haben keinen Kuchen mehr. Nein! Jetzt müssen wir fast noch schnell einen Kuchen craften. Aber das machen wir dann nächstes Mal. Das wird die Challenge fürs nächste Mal. Wir brauchen einen neuen Kuchen. Und dann wird dieser Block auch mal ersetzt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Euer Hungriges Kreml sagt Servus. Tschaußen.